Tür ist offen. Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Kann ich euch aufmachen? Kann ich die aufmachen? Da liegt jemand. Was ist passiert? Tiefer, wach auf. Was ist los? Irgendwas ist los, schau raus. Was wohl passiert ist? Du wirst den Schlüssel dabei sich haben. Kommt die Verbung Aris, Trevor Barrett und den anderen. Und den anderen. Nett, dass du so Red 13 nennst. Barrett, Red 13, kommt mit mir. Wie seid ihr hier reingekommen? Warum ist die Tür offen? Muss angegriffen worden sein von... Ein bisschen unheimlich. Was zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch gemacht haben. Ich gehe weiter. Ich räume hier auf, dann könnt ihr schon mal weitergehen. Lasst euch nicht von den Shinra fangen. Wieso räumst du hier auf? Komm, gehen wir mit zu Red 13. Jetzt habe ich die Freund Aerith in der Party. Brauchst du irgendwie was? Ja, du kannst eben das Mithrilarmband gerne haben. Also das war Hammer keins. Oh Mann, ey, es ist wieder alles weg. Dann kriegst du erstmal alle und Genesung. Dann kriegst du Hitze und Nebenwirkung. Nebenwirkung ist eigentlich voll das falsche Wort. Was haben wir denn noch? Wir haben Feintechnik-Analyse. Alle. Wieso haben wir nochmal alle? Ich dachte, ich... Wie oft haben wir alle? Ah ja, Red 13 hatte ja alle. Du brauchst... Warte mal. Du kannst mal weg. Ihr könnt mal weg. Dann kommst du auf alle. Und hier kommt Gift rein. Hitze haben wir jetzt gerade nicht irgendwie. Warte, hast du noch einen Slot frei? Nein. Dann gebe ich dir Hitze. Ich wollte ja eigentlich Feintechnik geben. Ach, egal, keine Hitze. Kein Feuer. Hier ist auch alles tot. Jetzt kommen hier auch andere Monster, ne? Wie zum Beispiel das hier. Wahrscheinlich Experimente, die einfach frei herumlaufen mittlerweile. Du kannst mal Feuer machen. Ach, wir haben ja schon ein Feuer. Brauchte ich gar kein zweites Feuer. Ja, Raub. Und du haust drauf. Ja, mach mal dein Limit. Wieso nicht? Verweigern. Raub. Und hast du was? Kann ich nicht stehlen. Verweigern. Weiter Feuer auf das Vieh. Und dann weiter den Raub und du haust drauf. Weil ich weiß nicht, wie stark der Dingens jetzt wäre. Blitz. Da hätte ich mal einsetzen können. Was für ein Level seid ihr? 11 und 13. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist nicht gut. Ist es entkommen? Genova? Genova-Subjekt. Sieht aus, als wäre es zum obersten Schock mit dem Aufzug für Subjekte. Dann speichern wir nochmal eine Runde. Ich nehme weiter auf. Auch wenn ich nicht so lange wollte, damit ich die erste Folge fertig machen kann, damit die heute noch rausgeht. Also die erste Folge für diese Aufnahme.
damit die morgen früh, also nicht morgen früh, sondern morgen, wenn die released wird, dann auch schon in 4K am besten da ist. Da oben ist, liegt auch, glaube ich, ein Toter in der Kammer hier, ne? Oder was ist das? Sieht aus, das ging jetzt nach oben. Ja, hier laufen komische Sachen in der Gegend rum. Wir machen erstmal einen Raub und dann machst du Feuer, weil du bist sowieso schwach. Würde nicht stehen, wunderherrlich. Noch ein Raub. Zenene. Ich bin gerade überlegen, ob es diese Viecher eigentlich auch im Remake gab. Irgendwie erinnern kann ich mich nur an sie. Nichts zu stehlen. Okay, gut. Wahrscheinlich habe ich da schon was gestohlen. Piazzo-Dusche. Okay. Okay, gut, die ist vergiftet. Ich will jetzt meine MP nicht verschwenden. Ah, das hat auch gereicht. Bleibt der Giftzustand nach dem Kampf auch da? Das ist eine gute Frage für X-Feder. Ich könnte es ausprobieren, indem ich gehe oder einfach reingucken. Status, okay, Gift bleibt nicht nach dem Kampf. Das ist eine gute Änderung. Okay, hier sieht es ein bisschen rabiat aus, ein bisschen blutig. Da hat einer gut, ich sag mal, aufgeräumt. Ja, was ich eben sagen, also ich war ja eben so im Haspeln, als ich hier in dem Raum war. Das sieht man gerade nicht. Ich muss den Ding jetzt hier anmachen, den hier. Wovor ich stehe, sieht aus wie Kratzer, genau wie diese Spur, also genau wie die Spuren hier. Und die waren schon eben da und da dachte ich, das war ein Fehler. Und an der Tür gibt es auch so ein Biss. Wo ich eigentlich nicht weiß, ob das ein Riss in der Tür ist, also so ein ganz normaler, oder ob das eigentlich nicht ganz so normal ist. Warte, ich stehe. Wieso habe ich Aris eigentlich die... war, glaube ich, nicht so intelligent. Ich habe die eine Fähigkeit ihr gegeben, damit ihr Angriff Feuer wird. Aber sie greift kaum richtig an, deswegen macht es keinen Sinn, das so zu machen. Ich mache lieber ihre Abwehrfeuer oder ich mache Feuer alle. Und nehme Nebenwirkung raus, mir ist wieder die Materie eingefallen, wie sie heißt. So. Terrier Errors. Hitze, Nebenwirkung, können wir ja. Ah ne, wir haben ja nicht mehr alle. Dann muss ich das hier mal kurz, alles rausnehmen. Dann Hitze, Nebenwirkung, alle Genesung. Gut. Nicht hier durch. Kann ich irgendwas mit den Automaten machen? Ja, zu einfach. Zu oder zu schön. Okay, da geht's nicht längs. Sehe ich einen Speicherpunkt. Wieso sollte ich hier rein wollen? Ist hier irgendwas? Ich spamme einfach mal X, aber nichts passiert. Ja. Im Remake ist diese Szene irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich sie schlechter oder besser finden soll, weil das Blut wurde ersetzt gegen irgendwie leuchtendes Glibberzeug. Glitzerndes Glibberzeug. Und einerseits sieht das grafisch cool aus, andererseits verliert es so ein bisschen, naja, die Wirkung, was diese Blutlache hier so hat. Ja, ich weiß nicht. Dieses Glibberzeug, das soll auch was anderes, also soll nicht das Blut ersetzen, also es ersetzt das Blut, aber es soll kein Blut sein, sondern was anderes im Remake. Was ich noch nicht nennen will. Oh, das sieht ja nicht so gut aus.
Da kommt Barrett und was sagt ihn? Er ist tot. Der Chef von Shinra Inc. ist tot. Muss dieses Schwert Sephiroth gehören? Sephiroth ist am Leben? Sieht so aus, nur Sephiroth kann dieses Schwert benutzen. Ist doch egal, wer es war. Das ist das Ende von Shinra. Bleib du mal hier. Bitte bring mich nicht um. Was ist passiert? Sephiroth. Sephiroth ist gekommen. Hast du ihn gesehen? Hast du Sephiroth gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Hast du ihn wirklich gesehen? Ja, würde ich in so einer Lage lügen? Ich habe auch seine Stimme gehört. Er sagte, dass er uns das weiße Land nicht überlassen will. Das heißt, das weiße Land gibt es wirklich und Sephiroth ist hier, um es vor Shinra zu retten? Ist das ein Guter? Das weiße Land retten? Ein Guter? Niemals. Das ist so einfach, ich kenne ihn. Sephiroth hat etwas anderes vor. Diese Pose. Rufus Mist, den habe ich ganz vergessen. Wer ist das? Vizepräsident Rufus, der Sohn des Präsidenten. Ich habe gehört, dass ihn jemand bluten oder weinen gesehen hat. Nie jemand bluten oder weinen gesehen hat. Ich habe gehört, dass er lange woanders war. Ich kenne nur den Namen. Was für ein Mensch er wohl ist. Kein Guter, das kann ich dir jetzt schon sagen. Hallo, ich möchte mit dir reden. Kann ich nicht. Kann ich ein Schwert looten? Ich ein Schwert looten. Ach, herrlich. Geh mal raus zu Rufus. War Sephiroth also tatsächlich hier? Übrigens, wer seid ihr? Ich bin Cloud Aimer, Soldier erster Klasse. Ich bin von Avalanche. Gleichfalls. Ein Blumenmädchen aus den Slums. Ein Forschungsobjekt. Und das Team. Ach, ich bin so herrlich. Also, ich bin Rufus, Präsident von Shinra Inc. Du bist nur der Präsident, weil dein Dad gestorben ist. Genau, ihr werdet euch meine Antrittsrede anhören. Vater wollte die Welt mit Geld beherrschen. Es hat funktioniert. Wieso geht er zu tiefer? Die Bevölkerung hat gedacht, dass Shinra sie beschützen würde. Wenn ein Terrorist angreift, dann hilft dir Shinras Armee. Sah von außen perfekt aus. Aber ich mache das anders. Ich werde die Welt durch Furcht regieren. Die alte Methode ist umständlich. Ein bisschen Furcht kann die Herzen der Menschen lenken, nur zum Geld für das Pöbel verschwenden. Er hätte gerne reden, genau wie sein Vater. Wart mit Aerith aus dem Gebäude ab. Was? Ich erkläre es später, Barrett, das ist die wahre Krise unserer Welt. Was zum Teufel soll das heißen? Ich sag's dir später, vertrau mir einfach, ich komme, sobald ich mit ihm fertig bin. Gut, Cloud. Okay. Hoffentlich kommen da keine Turks dazwischen. Cloud, mir ist gerade was eingefallen. Warte auf Cloud, schnell alle zum Aufzug. Was ist denn ihr eingefallen? Von nun an wird es ziemlich heikel. Wir sollten unsere Ausrüstung überprüfen. Tiefers Materia. Entfernen. Ich mach mal. Ja, ihn. Ist er dann auch der Anführer? Nein, schade. Aber ich mache ihn nur nach vorne, weil er der einzige nicht, also der einzige ist, der nicht in der hinteren Reihe steht. Dann equippen wir. Können wir irgendwie was Besseres hier geben? Talisman, Gemüt. Wieso haben wir die Sachen von Cloud?
Ich krieg dir das Sternamulett, du kriegst den Talisman. Okay, dann Materia. Du kriegst wieder Hitze und alle. Wieso haben wir die Sachen verklaut? Das geht mir voll auf den Knispel. Schutz. Wer hat die meisten KP? Ja. Dann kriegst du Schutz. Du kriegst deine Feindtechnik wieder und keine Ahnung. Gottes Analyse, ne? Du hattest Genesung, das kann ich aber Eris geben. Gibt dir Gift. Ah ja, das hat sie Nebenwirkung. War das gerade am Suchen, aber dann egal. Du kannst Raub haben. Und warte, du hast Genesung und alle, ne? Warte, noch ein alle. Kälte und alle. Wir hätten noch eine Genesung und ein Gewitter. Ich mache dann statt Kälte Gewitter, weil du kannst dann Kälte nehmen. Weil zweimal Hitze brauchen wir nicht. Und dann hätte ich noch Analyse und Genesung. Kann aber keiner mehr tragen, deswegen Wayne. Ich möchte gerne speichern. Ich warte auf Cloud schnell zum Aufzug. Ah, so ein Kack. Das war's mit Speichern. Aber wir haben ja gesehen, dass der Aufzug auch hier auf dieser Ebene hält. Deswegen können wir das gerne mal machen. Mach mal Feuer auf alle. Du versuchst mal zu rauben. Du machst dann ein Eis, weil du sowieso nicht so stark bist. Beruhigungsmittel gestohlen. Und dann normale Angriffe. Oder nichts stehlen, na toll. World Limit Technik, Eis. Kannst du mal angreifen. Du machst den Raub. Das hat ganz schön weh getan. Also nicht mir, also nicht unserem Team, sondern dem Gegner. Geh dann hier raus. Ich hätte gern so gespeichert, aber naja. Ja, ich habe mich wirklich gefragt, wie die das im Remake machen, diesen Kampf, weil der irgendwie voll Banane ist. Aber die haben das wirklich gut hingekriegt. Eis. Erstmal ein Raub. Du kannst dein Limit einsetzen. Wir heilen noch nicht. Eis. Es gibt ja nur den einen, ne? Und das war Schütze. Ich weiß nicht, ob wir gestohlen haben, deswegen versuchen wir das nochmal. Machen wir mal eine Heilung auf alle, zu weit weg. Ah, okay. Das war ja die Sache des Kampfes. Man kann da nicht einfach da was machen, also klauen. Oder angreifen. So weit weg, genau, stimmt. Ich dachte, weil Red 13 immer sowieso die Gegner anspringt, dass das klappen würde. Aber tut natürlich nicht klappen. Und ich habe, glaube ich, die ganze Zeit versucht, mit Red 13 anzugreifen. Aber die Limits klappen wenigstens noch. Ja, du setzt Blitz mal ein. Jetzt müsste ganz schön wehtun. Eine Technik für Red. RS-Heilung auf Red. Warte. Nee, auf Red 13 bitte. Das ist voll komisch. Ich hab zwar, also Barret ist als zweites in der Reihe, aber ich hab als zweites Red 13 an visiert bekommen. Deswegen war ich verwirrt.
Zum Glück habe ich ihnen Magie gegeben. Weil ich habe gar nicht über den Kampf hier nachgedacht. Ich muss mich mal wieder ein bisschen anders hinsetzen. Und ein bisschen näher ans Mikrofon wieder gehen. Und nicht so einfach so in die Gegend reinmuschen. Blitz. Bio können wir vergessen, weil das ist eine Maschine, die kann nicht vergiftet werden, soweit ich weiß. Ares. Wie lang ist eigentlich dieser Aufzug? Nur mal so gefragt. Blitz? Blitz? Kann nicht reden. Ah ja, weitermachen. Komm, ja, endlich. Er hat auch gut was ausgehalten. Ach, der! Den habe ich komplett vergessen. Jetzt. Eigentlich könnte Barrett sogar normal angreifen. Das Ding ist aber, der Blitz ist stärker gegen diese Maschinen. Soll ich heilen Wind einsetzen oder soll ich mal was warten? Ich warte noch eine Runde und hoffe, dass Red 13 noch überlebt. Ich habe ja ganz vergessen, dass da der hier kommt. Es ist halt so krass, es kommen so viele Bossgegner hintereinander in diesem Abschnitt. Was auch so ein bisschen den Ende eines bestimmten Abschnittes so ein bisschen mehr Impact verleiht, sage ich mal. Zauber, Blitz. Wir machen mal den Limit von Ares. Hat keinen Sinn, bevor hier Red 13 stirbt. Okay. Das war's. Level up. Ares. Die Trainerband. Haben wir, glaube ich, für jeden, ne? Öffne das Menü mit Menü. Materie innerhalb der Truppe austauschen, mit Wechseln austauschen. Was ist denn Wechseln? Viereck anscheinend. Nein. Doch. Jetzt kann ich nämlich im Menü. Jetzt hat jeder die Materie verloren, so wie es aussieht. Genau. Alle und wo ist das Blitz? Obwohl Kälte, glaube ich, besser wäre. Kälte, also die Menschen haben, glaube ich, Schwäche gegen Kälte, ne? Kann sein. In dem Spiel hier. Feindestechnik, Schutz brauche ich nicht, deswegen mache ich Genesung. Alle brauche ich aber auch nicht. Mache ich Nebenwirkung. Das macht keinen Sinn. Oder macht das Sinn? Nebenwirkung macht sowas von keinen Sinn. So, dann machen wir die Nebenwirkung nochmal raus. Haben wir irgendwie was? Hitzeschutz. Böse Gift, Raub. Ich könnte Raub nehmen. Und versuchen von ihm zu stehlen. Versuchen wir das. Wenn der Kampf nicht so stark ist. Ah, Start beenden. Okay, gut. Warum willst du mit mir kämpfen? Du suchst das verheißene Land und Sephiroth. Richtig. Wusstest du, dass Sephiroth vom alten Volk ist? Es ist viel passiert, ich kann die verheißene Land weder dir noch Sephiroth überlassen. Stehe, das heißt wohl, dass wir keine Freunde wären. Hier hat er sein Hühnchen dabei. Schrotflinte, das tut relativ weh. Raub.
Black Dog. Ich dachte, der heißt, der hat einen anderen Namen, egal. Wir stehlen erstmal von ihm, nichts zu stehlen. Karriere. Toll. Raub auf Rufus. Wir klauen den dummen Sack. Nichts zu stehlen, gut. Gut, dass wir Materials dort verschwendet haben. Set-Barriere, ja toll. Ich muss erst den Hund wegmachen. Aber erstmal machen wir Blitz auf beide. Barriere von dem Hund. Wir müssen auf jeden Fall schnell heilen. Ich habe zu viel rumgealbert. Wie gesagt, wir machen den Hund erstmal weg. Klingschal auf den Hund. Aber der ist in der hinteren Reihe, macht das Sinn? Aber der macht die ganze Zeit Magie und so ein Zeug. Müssen wir mal schnell heilen. Wir haben eigentlich gar keine Waffe gefunden in Midgar, ne? Voll komisch. Also geklaut. Ah, das ist zumindest weg. Ein Hündchen ist nicht mehr. Schrotflinte. Raub? Nein. Heilung. Wieso lacht der dumme Sack? Übrigens sehe ich hier auch... Ich dachte immer, das wäre ein Mantel oder so, was er da anhat, der Rufus. Aber man hat es dann im Remake gesehen, was das wirklich ist. Die Hose sieht voll bekloppt bei dem im Remake aus. Also was er da anhat, ist einfach nur komplett komisch. Merkwürdig. Weil das hier hat, das hat hier seinen Ursprung. Ich glaube, manchmal verschwendet der Runden mit Lachen. Das soll das, glaube ich, sein. Okay, Magie stärker gegen ihn. Schrotflinte. Eine Schrotflinte ins Gesicht tut aber auch gut weh. Ich dachte, dass ich mal hier eine Feintechnik oder sowas lerne, aber nichts da. Wahrscheinlich, weil ich Schrotflinte nicht lernen kann, weil ich ein Schwert habe. Das ist echt auch komisch, hier ein One-on-One zu haben. Mehr oder weniger. Am Anfang war ja noch der Hund da, Klingstrahl. Das war's für heute. Dann verpinkelt er sich einfach. Der Sack. Sprungattacke erhalten. Der kriegt ja hier die ganzen Schutzweste, Abwehrkapsel. Gut. Der kriegt die ganzen Limit Breaks hinterhergeworfen. Ist hier hinten was? Dass ich bis hier hinten latschen kann. Oh, da ist nichts. Ist hier vorne was? Hm.